Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Koch mit mir, dem Jan. Heute mache ich hier Apfelkekse. Ja, da fangen wir jetzt mal an. Was wir benötigen, sind einmal Eier, Zucker, Mehl, drei Äpfel, ein Teelöffel Backpulver, Vanillezucker und ein bisschen Butter. So, als erstes werden wir hier die Äpfel schälen. Da erinnere ich mich immer beim Äpfelschälen an meine Kindheit. Als ich kleiner war, nämlich auf so ein Mittelalter-Ding, schnell zur Jagd, da war eine Challenge, den größten Apfelschalenstreifen zu machen. Ich habe nicht gewonnen. Warum habe ich eigentlich damals nicht gewonnen? Ich meine, der Schäler war scheiße, deswegen. Oder das war meine Ausrede. So, den ersten haben wir schon mal. Anstatt Äpfel kann man auch andere Sachen reintun, wie zum Beispiel Schokolade oder so, was man halt möchte. So, nun fahre ich das weg. So, nun müssen wir die Äpfel hier in Würfel, kleine Würfel schneiden. So, die haben wir dann jetzt hier alle geschnitten. Die tun wir jetzt erstmal hier auf Seite. Und jetzt, was ich als erstes tue, ist mit dem Löffel und dem Backofen vorbereiten. Das heißt anmachen auf 180 Grad Fokus. 180 Grad Ober-Unter hitzen euch. So. Jetzt muss ich die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker schaumig rühren. Dazu benötigen wir 60 Gramm Zucker. Ja, okay, 61 ist auch okay. Dann nehmen wir Vanillezucker. Und die zwei Eier. So, die müssen wir jetzt schaumig rühren. Jetzt nehmen wir hier nochmal die Waage und Butter. Wir brauchen 100 Gramm Butter. Ja, dann sind es halt 102 Gramm. Kommt jetzt hier zu und wird jetzt mit unterrührt. So. Jetzt nehmen wir uns hier eine neue Schüssel und brauchen jetzt 250 Gramm Mehl. So, jetzt haben wir 251 Gramm Mehl. Dazu kommt jetzt noch ein Teelöffel Backpulver. Und jetzt wird das miteinander vermischt und jetzt hier zugegeben zu dem Teig. So, und jetzt kommen die Apfelstücke noch dazu, die man vorsichtig unterheben soll. So. Jetzt nehmen wir hier ein Backblech und gehen jetzt hin und machen esslöffelweise große Kleckse als Keks. Und ich sag, der Teig klebt sehr. Kann man ruhig kleiner lassen, die werden noch größer. Und das kommt jetzt im Backofen, im Backofen, circa 10-15 Minuten. Ich mache es so lange, bis sie einmal durch sind und vom Backpapier leicht abgehen. Ja, ich stelle mal sofort auf 15, weil der Backofen hier nicht so besonders schnell ist. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut, bis die fertig sind. 40 Minuten hat das bei mir jetzt gedauert und die sehen jetzt so aus. Und ich werde die jetzt mal rausholen. So, so sehen sie jetzt aus. Ich glaube, der hier waren vorher zwei, ist einer geworden, sind zusammengewachsen.
So gut wie alle, die hier noch waren, haben sich mit den anderen verbunden. Weil sie dann auch ein bisschen breiter werden. So, dann nehme ich mir mal jetzt den hier. Heiß! Und ess ihn mal. Toll! Aber es schmeckt gut. So wie immer halt. So. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.